Hat er gerade gesagt, frohe Weihnacht oder noch einer? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Bams, die Ghetto-Ass-Fist ist das gewesen, ja. Einfach in den Arsch gerammt. Ich ergebe mich. Der Fister auch genannt, ne? Mach nur. Ich werde nichts sagen. Überdenke lieber, was du sagst. Das ist es nicht wert. Wirklich nicht. Okay, du gewinnst. Ich zeig's dir. Ich zeig dir, wo ich's versteckt habe. Enigma hat die doch versteckt, nicht du. Naja. Ja, wir chillen hier mal unsere Hook oben. Und gehen gleich rüber zum nächsten Relais. Und nach diesem Relais werde ich dann auch die Aufnahme erstmal beenden, weil es ist gleich 2:30. Und dann sollte man doch langsam überdenken, ob man nicht pennen gehen will. Ja, 2:30 sollte man das dann doch schon tun. In der Nacht meine ich jetzt natürlich, ne? Um das nochmal für Leute, die gerade erst eingeschaltet haben, klarzustellen. Es ist nachts. Wer zur Hölle bist du, Mann? Oh Gott. Du schlägst einfach neben mich und ich gehe K.O. Das ist der pure Wahnsinn. Ui. Da ist er. Da. Da. Ah. Dies ist reine Übung. Ich wiederhole, dies ist reine Übung. Hä? Hier lag doch hundertprozentig gerade irgendwas von Enigma rum. Da ist es. Belastendes Material. Und da unten sehen wir den Speicherpunkt, aber ich würde gerne lieber noch mal sicher gehen, dass das auch wirklich gespeichert hat. Deswegen. Boah, sorry, da musste ich gerade gehen, Alter. Das ist echt heftig. Würde ich gerne noch irgendwo in dem Haus reingehen, um auch wirklich sicher zu gehen, dass es gespeichert hat. Aber hier ist gerade nichts. Das ist kacke. Ich bin mir ziemlich nicht sicher, ob das vor oder nach den Enigma-Rätsel gespeichert hat. Aber es wird schon so passen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch, Leute. Neben diesen Raketenwerfern, die hier nicht die Polizei einsammelt oder so. Nein, die liegen hier einfach. Und sage ciao und bis zum nächsten Mal zu Let's Play Batman Arkham Origin. Jo, bis dahin, ne? Hallo, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origin. Ja. Und zwar habe ich mir das jetzt so vorgenommen, dass wir das mit dem Riddler nicht komplett lösen, beziehungsweise die Riddler-Rätsel werden wir weglassen, so wie es bis jetzt aussieht. Und noch die Relais zerstören, gucken, was wir dann machen können. Ja, und wenn wir dann nichts weiter machen können, dann war es das mit dem Batman-Let's Play, denn... ja... habe ich denn nämlich keinen Bock mehr. Weil ich dann gerne mit dem Gothic Let's Play weitermachen würde. Denn ich habe jetzt schon so viele Batman-Folgen, dass es langsam wirklich reichen müsste. Was ist denn das jetzt? Schießerei an den Dixon-Docks. So, wo, wie, wo, was hier? Wie machen wir das jetzt? Was ist denn das hier? Nochmal schon wieder. Enigma Startback. Das belastete Material. Blablabla. So, Netzwerkrelais. Wir gehen jetzt erstmal schnell und schniege darüber und machen das hier mal mit den Netzwerkrelais. Hui. 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 So, bei mir ist es übrigens gerade 12:30. Ich werde mein Möglichstes tun, nur eine Stunde aufzunehmen. Denn ein bisschen Schlaf soll wohl gut tun, habe ich mal gehört. So, waren aber, glaube ich, nur Gerüchte. Weil man sieht das ja hier bei Batman, der braucht auch keinen Schlaf. Und deswegen bin mir da nicht so sicher, ob das stimmt. Oh, das war schlecht. Ich
Ist hier 2 Meter weiter noch ein Relais? Das müsste hier, ja. So, hui. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Relais. Da hinten, oh Gott, ob wir bis dahin kommen? Nee, wir müssen halt noch. Hier ist hier ein Relais, ja, ich sehe es schon. Oh mein Gott. So, wir gucken weiter. Da hinten ist auch noch eins. Ah, ich glaube, bis dahin kommen wir nicht, aber wir können es mal probieren, mich würde es mal interessieren. Wo ist es? Oh, Alter, wenn das bis dahin kommt, dann sind die Batarangs mega geil. Ja. Nein! Warum nur? Da hat auch nicht mehr viel gefehlt, Mann. Was ist, wenn mir das jetzt so ein Typ gegen die Birne klatschen hier? Lol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 . Upsala. Troll Mode activated. Ja, keine Sorge, du kriegst deine Waffe nie mehr. Wieso steht denn jetzt immer nach vorne? Wie schnell steht denn der auf? Ja, genug getrollt. Wir konzentrieren uns lieber auf die wichtigen Dinge im Leben, nämlich Relais. Netzwerkrelais, um es ganz genau zu nennen. Ich weiß schon nicht mal mehr, wie ich die Folgen nennen soll. Weil ich immer nur ein Netzwerkrelais kaputt mache und hier ist eine brennende Tonne mit mir auf dem Dach. Wem gehören die? Oh. Ja, guck mal. Da haben wir gleich wieder ein bisschen Action hier. Verprügeln wir schnell mal ein paar böse Jungs. Bams. Was geht? Naja, gucken wir mal. Was sich so machen lässt. Hi, was geht? Wow. Mach Move Special, genau so will ich das sehen. Genau so. Da dürfen keine Knochen mehr übrig bleiben, ja. Bei der ganzen Sache, ich habe mich verklickt, wollte ich nicht. Da müssen die Schockhandschuhe aktiviert werden, ja. Wow, 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 Bro, ne? Ich muss den erstmal kalt machen, dann kannst du auf mich schießen. Boah, der hat mich voll hart ausgekontert, ey, der Arsch. Reflexe, die habe ich, ja. Okay. Boah, Alter, die habe ich gekonnt ausgewichen, Mann. Bin ich mal stolz auf mich hier. Hey, du hast eine Waffe. Nee, du hast keine Waffe. Was bist denn du? Spielst du nur für eine Rolle? Ach, du bist das Opfer? Ja, sorry, dass ich dich gerade voll verprügeln wollte, ne? Das mache ich in der Regel nicht, aber... Du sahst halt so gefährlich aus. Und hast auch eine Maske auf, deswegen verstehe ich nicht, warum du hier das Opfer bist, aber... Okay. Okay. Oh my goodness! Bitch. Meine Fräse. Bams. Boom. Ja, hier voll das leichte Leben. Meine Handgelenk tut ein bisschen weh, aber ansonsten geht's mir gut. Was ist das hier schon hier für eine beschissene Riddler-Scheiße? Ah. Naja, würde keinen Sinn ergeben. Warte mal, gucken, können wir die lösen? Na, gibt jetzt auch keinen Sinn. Klick, klick. Ja, keine Ahnung. Ist mir auch egal.
Obwohl, so egal ist mir das jetzt noch nicht. Obwohl doch. So, tschüss, ne? Typ, den ich gerade geholfen habe, der mir nicht dankt. Alles klar, wir sehen uns. Beengten Nahkampfsituation. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gerade in einer beengten Nahkampfsituation oder sonstigem war, aber naja. Ach so, übrigens möchte ich mich dafür entschuldigen, dass in meinen letzten Videos, soweit ich weiß, der Ton nicht vernünftig war, beziehungsweise ich war zu leise. Ich habe das Problem, denke ich mal, gelöst. In dieser Aufnahme müsste meine Stimme wieder etwas lauter sein. Und jo, ne? Sorry deswegen. Ich hatte mein Mikro nämlich nicht auf volle Pulle gestellt hier. Volle Esse. Und jetzt habe ich es wieder auf volle Esse und jetzt müsste meine Stimme wieder hörbarer sein. Wo ist denn das Ding? Das war's nicht, das war ein Kranz. Warte mal, da hinten. Da, hä? Hm? Ach egal, einfach runter hier mal. Batman! Ah, ich hab's gesehen. Gekonnt.